Okay. So, meine Schönen. Heute haben wir ein Set fürs Herz, also sowohl fürs organische Herz natürlich, aber vor allen Dingen auch, um dein Herz wach zu küssen, um die Herzensliebe zu nähren und Blockaden im Herzraum zu lösen. Ist ein bisschen kürzeres Set, also wundert euch nicht. Dafür haben wir dann noch eine Meditation hinten mit dran. Dann schau mal, dass du in deine dir angenehme Sitzposition kommst. Und nimm dir immer Zeit, wirklich gut zu sitzen, dass du eine Stabilität hast, auch in der Sitzposition. Und dann nimm dich wahr, wie du jetzt gerade da bist, wie du dich fühlst, wie du dich wahrnimmst, wie du zentriert bist in dir, was deine Gedanken, was deine Emotionen machen. Nimm einfach wahr, was stattfindet, ohne dich zu involvieren, ohne dich davon fortholen zu lassen. Einfach um zu sehen, was läuft. Dann atme in deinen Brustkorb, in deinen Herzraum hinein und stell dir vor, wie dieser sich weitet mit dem Einatemzug. Er tut es ja tatsächlich durch das Meervolumen der Luft, die du einatmest. Und dann nimm diesen inneren Raum wahr, der in dir entsteht und stell darüber die Verbindung zu deiner Herzenskraft her. Schau mal, ob du deinen Herzschlag spüren kannst. Vielleicht spürst du auch, wie weitreichend dein Herzschlag sich durch dein System bewegt. Vielleicht spürst du diesen nicht nur in deinem Brustkorb, sondern auch im Hals, im Bauch, den Beinen und den Armen. Spür einfach nach, wie es bei dir im Moment ist. Leg bitte beide deine Hände auf die Schultern und wir kreisen mit den Ellbogen nach hinten im Wechsel versetzt. Und mach ruhig so ein bisschen übertriebene Bewegung, dass du wirklich deinen Brustkorb frei bekommst. Spür hinein, atme in dein Herzraum und alle Beklemmungen deines schönen Herzens atme aus. Jetzt nicht drüber nachdenken. Einfach loslassen, das Gefühl, das hier vorkommt. Und atme ausreichend tief dabei. Nimm Raum ein, erlaube dir zu sein, erlaube dir in deinem Herzraum zu sein. Und jetzt kreise nach vorn, genauso ausladend. Und atme ganz tief.
Mit jedem Ausatemzug befreist du die Strahlkraft deines Herzens und näherst dich deiner eigenen Herzensintention. Und nochmals nach hinten. Und sanft ausschütteln. Leg die Hände auf die Oberschenkel ab. Zieh deine Schultern zu den Ohren hoch und führe sie sanft ganz nach unten, so weit nach unten wie du kannst. Wieder nach oben. Mit dem Einatemzug zu den Ohren, mit dem Ausatemzug so weit als möglich nach unten. Und spüre die Bewegung in deinem Brustkorb, um dich gedanklich mit diesem Bereich zu verbinden. Komm an in deinem Herzen. Gut. Leg jetzt bitte deine Hände aneinander. Du lässt die Hände beieinander, drückst aber mit dem Ausatemzug die Hände ganz fest zusammen, so dass du die Kontraktion in deiner Brustmuskulatur spürst. Ausatmen, loslassen, ohne die Hände auseinander zu nehmen. Einatmen, feste pressen. Der Muskelbereich stärkt deinen Herzraum und du kannst es wahrnehmen. Und schau, dass du ausreichend tief atmest. Wenn es dir möglich ist, leg jetzt deinen linken Fuß auf den rechten Oberschenkel. Wenn du da nicht rankommen kannst, wenn es nicht geht, dann leg ihn einfach hier so ab, aber auf jeden Fall so, dass der linke Fuß vorne ist vor dem rechten Oberschenkel. Wenn es machbar ist, so, dass du trotzdem noch eine Stabilität hast, hier und aufrecht bleiben kannst, dann wähle diese Fußhaltung. Die Seite, wo dein Fuß liegt, fasst du mit deinem Daumen an deine Nase und verschließt dein rechtes Nasenloch in diesem Fall. Die Hand nimmst du in dieser Haltung, deinen Daumen vor die aneinander gelegten Finger und streckst deine Hand nach oben hin aus. Und jetzt atme ausschließlich links tief ein und links tief und vollständig aus. Und während du das tust, verbindest du dich mehr und mehr mit deiner Herzensinstanz.
Und dann wechseln. Den linken Fuß auf deinen rechten Oberschenkel. Die Knie kommen auf den Fußboden. Du verschließt dein linkes Nasenloch. Deinen Daumen legst du vor deine Handinnenfläche, richtest die Hand aus und atmest ausschließlich rechts. Tief ein und verbindend aus. Und überprüfe bitte, dass du wirklich vollständig ausatmest. Nur wenn du das Alte und Verbrauchte loslässt, kann auch das Neue, das Frische, das Wache hineinströmen. Und dann bring deine Füße wieder in eine für dich gute Position, Fersensitz oder loser Schneidersitz. Leg die Hände vorn auf deinen Knien ab und dann atme tief ein. Halte deinen Atem an, um dann den Brustkorb vor und zurück zu bewegen. Und während du das tust, solange du den Atem anhalten kannst, stellst du dir vor, dabei alle Blockaden deines Herzraumes zu lockern und ausatmend zu lösen. Einatmen, halten, vor und zurück. Löst jetzt alle Enge des Herzraumes. Und dann atme vollständig aus. Gern auch durch den Mund, um loszulassen. Noch zweimal einatmen. Lass die Augen geschlossen, um nachzuspüren. Spür nach, wie sich dein Brustkorb jetzt anfühlt. Vielleicht nimmst du wahr, dass du jetzt etwas mehr Weite darin hast. Vielleicht kannst du auch besser atmen oder müheloser. Und schau mal, ob du dich einfach hineinfallen lassen kannst in die Schönheit deines Herzens.
Lass dich umfangen von deiner eigenen Herzensliebe. Dieser Liebe, die unantastbar immer da war, mit dem Moment deiner Geburt bis zu deinem Lebensende hin. Diejenige Liebe, die alle Liebe auf Erden eint, untrennbare Einheit herstellen kann. Wenn wir dieser Instanz erlauben, in uns und durch uns zu wirken. Erlaube dir diese Weichheit, dort anzugelangen. Erlaube dir diese Zugänglichkeit, diese Feinheit und die Achtsamkeit, das zu spüren. Und die rückwärtige Seite auch zu befreien. Verschränke bitte deine Hände. Nimm sie einmal parallel zum Fußboden nach vorne. Streck dich richtig nach vorne aus. Schau aber, dass dein Rücken gerade bleibt dabei. Und streck dann die Arme nach hinten oben, sodass die Oberarme an oder hinter den Ohren sind. Und dann wippe von dort aus nach hinten. Bitte unbedingt wirklich gerade im Rücken bleiben. Tiefer atmen und spüre, wie sich zwischen deinen Schulterblättern jetzt alles lockern und lösen darf. Alle hier festgehaltenen Verletzungen lass los. Sanft absinken, um direkt deine linke Hand auf die Schulter zu legen und mit der rechten Hand hier oben an deinen Brustkorb zu fassen. Und dann nimm etwas Anschwung aus deiner rechten Hand, um dich nach links hinten zu drücken. Spür den Bereich, der jetzt Flexibilität bekommt. Lass die Schulter locker hängen. Über deine liegende Hand kannst du dich direkt auch mit deiner Herzenskraft verbinden. Wenn du gerade da viele Themen hast, dann lass Heilungsenergie durch deine Hand fließen. Lass Selbstakzeptanz, lass Selbstliebe durch deine Hand strömen. Oder eben diejenige Qualität, die dein Herz sich jetzt und heute wünscht. Die andere Seite. Dann verschränke deine Hände in deinen Nacken. Nimm die Ellbogen hier so nach vorne und dann schau mal, ob du hinunterkommst mit den Ellbogen auf den Fußboden. Wenn das nicht geht, kannst du dir auch was dazwischenlegen oder in den Fersensitz gehen, dann sollte es funktionieren.
Wenn du jetzt noch weiter hinunterkommst, deinen Kopf ganz auf die Erde zu legen, ist auch gut. Und dann versenke dich in deine Herzensenergie hinein. In die Ruhe, in die Stille und in den Frieden in deinem Herzzentrum. Bleib bei dir. Die Hände auseinander, stütz dich sanft, um dich wieder aufzusetzen, ganz langsam, dass dir nicht schwindelt. In der sitzenden Haltung nimm dir einen kurzen Moment, dich zu sammeln, gerade wenn du vielleicht wieder einen Blutdruck hast, mach langsam. Und dann stell dich in deinem Tempo bitte auf. Die Füße sind mehr als schulterbreit aufgestellt. Deine Hände legst du so aneinander, dass die Zeigefinger sich berühren, die anderen Finger sind verschränkt. Streck jetzt die Arme nach oben und komm auf deine Zehenspitzen. Such dir einen Fixpunkt am Fußboden, wenn es schwierig ist, so zu stehen. Je nachdem, wie der Gleichgewichtssinn ist, kannst du das auch mit geschlossenen Augen. Ich kann es nicht. Atme tief und versuch dich auf den Punkt zu konzentrieren oder auf deinen Herzschlag. Auf jeden Fall bleibst du bei dir. Füße abrollen, dass sie wieder flach auf die Erde kommen und mit den Händen bis vor dein Herz kommen, um jetzt sanft in die Knie zu gehen. Eventuell die Füße weiter öffnen, dass die Position möglich ist. Langsam nach oben. Strecken. Vielleicht die Füße wieder zusammennehmen, etwas, damit du wieder auf deine Zehenspitzen kommen kannst. Fixpunkt suchen und bleib ganz bei dir, völlig fokussiert und konzentriert auf deine Herzensintention. Füße sanft abrollen, etwas öffnen. Wieder mit den Oberschenkeln bis parallel zum Fußboden, im Rücken gerade, wenn möglich. Und ein letztes Mal. Oben. Auf die Zehenspitzen. Und ein letztes Mal nach unten Kopf. Im Rücken gerade. Geh nur so weit runter, wie dein Rücken gerade bleiben kann. Und die Hände jetzt auf den Fußboden legen, so weit, dass du in den nach unten schauenden Hund kommen kannst, nach vorne gehen. Wenn möglich, die Füße flach auf der Erde lassen und tief atmen. Ich bin ganz bei mir. Ich nehme mich wahr, fürsorglich, wohlwollend und achtsam.
Lass alles los. Dein Kopf ist locker, dein Nacken ist locker, dein Gesicht entspannt. Die Körperhaltung trägt sich selbst. Du musst keine Mühe aufwenden. Und dann lauf mit deinen Händen zu deinen Füßen, geh leicht in die Knie und roll dich langsam Wirbel für Wirbel auf. Wir bleiben stehen. Und du stellst dich auf deinen linken Fuß, während du deinen rechten Oberschenkel sehr dicht an deinem Gesäß umfasst. Such dir wieder einen Fixpunkt oder schließ die Augen, je nachdem, wie du es magst. Und strecke dann das rechte Bein aus, ruhig ein Ballerina-Füßchen dazu machen und die Position halten. Anwinkeln, sachte auflösen und das andere Bein. Find erst Stand auf deinem rechten Fuß und dann streck aus. Und absetzen. Nimm dann die Hände bitte auf den Kopf, stell die Füße relativ dicht zueinander und dann kreise aus deinem Oberkörper so in der Vorstellung, dass die Kreisbewegung an deinem Herzraum ansetzt. Gar nicht so ganz weit nach unten, sondern so, dass das Zentrum der Bewegung die Brustkorbmitte darstellt. Und während du das tust, wendest du dich deiner Herzenskraft hin, nimmst dich darin wahr, spürst dich. Wenn du vorne bist, halt einmal inne, damit es dir nicht schwindelig wird. Schau einmal kurz deine Füße an, um dann die andere Seite zu machen. Einmal innehalten, Füße ansehen, stabilen Stand haben und die Richtung wechseln. Sachte auflösen und dann komm auf dein Sitzkissen zurück. Für die nach dieser Übung folgende Meditation könnt ihr gerne schon eine Decke euch herlegen, dass ihr euch die nachher direkt um die Schultern wickeln könnt. Oder ein Tuch oder ein Pulli, wo nach rechts. Gut, die letzte Übung aktiviert noch einmal stark die Herzenskraft, auch auf organischer Ebene. Dazu streckst du deine Arme parallel zum Fußboden aus, nimmst die Daumen nach oben und wippst dann nach hinten. Achte darauf, dass du einigermaßen parallel zum Fußboden bleibst mit deinen Armen. Schließ die Augen und atme in den Brustkorb hinein. Und bitte atme tief. Alle Verhärtungen des Herzchens lass dabei los. Alle Verletzungen, alle Schutzmechanismen durchdringe, während du tief atmest.
lass auch alles los, woran du krampfhaft festhältst. Alle negativen Emotionen wie Stolz und Neid und Missgunst und Eifersucht und das Gefühl, zu kurz zu kommen. Rachegefühle und was auch immer da an negativen Emotionen ist, atme aus. Stell dir dazu ruhig vor, du tauchst einatmend in dein Herz hinein, holst diese Emotionen aus dem Umfeld, denn im Herzzentrum sind die nie, und lässt ausatmen los. Und die Hände als Schale in deinen Schoß. Bevor wir in die Meditation übergehen, spür noch einmal nach, wie sich auch Festgehaltenes im Schultergürtel löst. Und wie die Verbindung zwischen Herz und Hirn wiederhergestellt wird. Geht ganz automatisch, musst du gar nichts für tun. Es strömt jetzt einfach leicht. Du kannst es forcieren, indem du wahrnimmst, wie du einatmest und in deinem Hals die Verbindung durch den Atem hergestellt wird. Zwischen Gehirn und Herz, zwischen Gedanken und echter Liebe. Möchte, deckt ihr euch zu oder zieht euch etwas an für die Meditation. Welche Haltung du wählen möchtest, ist ganz egal, das machst du so, wie es für dich bequem ist. Wenn du lieber auf dem Stuhl sitzt, ist es auch in Ordnung. Zunächst spür bitte nach, wie du dich jetzt fühlst, wie du dich jetzt wahrnimmst, wie du jetzt in dir verankert bist, ob sich da irgendetwas verändert hat. Seitdem du übst, seitdem du dich dir selbst widmest und dir diesen kostbaren Moment schenkst. Und dann spür deinen Herzschlag. Und stell dir diesen Herzschlag auch einfach als Zentrum deiner Herzensenergie vor, deiner vollkommenen Präsenz, deiner absoluten Achtsamkeit und deiner bedingungslosen Liebe. Und vielleicht kannst du das gerade nicht vollumfänglich spüren. Vielleicht kannst du es auch spüren, dann ist es wunderbar, dann ist es trotzdem schön, sich dem hinzuwenden. Und manchmal liegen einfach viele Schichten und Schleier und Schutzmechanismen und Mauern darüber, die wir aufgebaut haben, um unser wunderbares Herz zu schützen. Und jetzt stell dir vor, wie du durch diese Schutzmechanismen hindurch atmest, dich hindurchfallen lässt, dich einfach nicht davon abhalten lässt, sondern direkt nach Hause zurück in dein Herz kehrt. Die Verhärtung, atme hindurch. Allen Groll, atme durch. Alle Neid, Missgunst und Eifersuchtsgefühle, atme.
Atme durch die große Angst, verletzt zu werden, hindurch. Atme durch all die alte Trauer, die durch bereits entstandene Verletzungen sich etabliert hat, hindurch. Atme durch die Angst hindurch, dem nicht gerecht zu werden, weil es so groß ist, diese bedingungslose Liebe. Atme durch alle Gefühle hindurch, die dich glauben machen, das nicht verdient zu haben oder dem nicht dienen zu können. Atme durch alle Machenschaften des Ego hindurch, welches dich glauben machen will, dass das überhaupt nicht so relevant ist, dass es keine wichtige Instanz ist. Atme durch all deinen Aktionismus hindurch, der dich hindert, die Stille in deinem Herzen zu spüren, die einfach da ist, immer, immer, immer. Ob du dich dem hinwendest oder nicht, ob du es zudeckelst oder nicht. Und dann spür mal selbst nach, noch in dir, was da noch für Mechanismen sind und wirken. Und atme durch jedes Einzelne hindurch. Lass dich nicht abhalten, halt dich nicht auf, zerpflück's nicht analytisch, sondern atme einfach hindurch, immer tiefer in dein Herz hinein. Es ist auch völlig in Ordnung, diese Schutzfunktionen zu haben. Irgendwann war es mal essentiell, da hast du sie dringend gebraucht, sonst hättest du sie dir nicht verdient. Aber vielleicht stimmt es jetzt so gar nicht mehr für dich. Vielleicht bewahrt es dich vor derjenigen Liebe, die du gern empfinden möchtest. Vor derjenigen liebevollen Art und Weise, mit der du dein Leben gestalten magst. Dein Beruf, deine Familie. Entspricht es dir auch nicht mehr, wie du dir selbst begegnest. Vielleicht möchtest du dich selbst viel liebevoller und wertschätzender wahrnehmen. Und dann sinke immer tiefer hinein in die Essenz dessen, was deine Herzensenergie ist und immer war. Das, was unangetastet blieb. Zeit deines Lebens, die reine, die bedingungslose, die höchste göttliche Liebe. Die Liebe, die alle Herzen eint, die Verbundenheit herstellt zwischen allem, was lebt. Dein großes, dein wundervolles Herz. Schau mal, ob du dich da hineinfallen lassen kannst. Es ist tragfähig. Es ist groß, es ist still, es ist weitreichend, es ist tiefgründig, es ist absolut ehrlich und zutiefst verlässlich. Wenn du es nicht gleich spüren kannst, ist es nicht schlimm, dann übt es einfach immer mal wieder, ein paar Minütchen am Tag, immer wenn du dran denkst. Es entfaltet sich von ganz allein, denn es ist ja sowieso da. Es ist nichts, was du machen müsstest, nichts, wofür du etwas tun müsstest. Es ist immer und immer da. Du kannst dich einfach hingeben.
Uns immense Heilkraft zum einen und absolute Gegenwärtigkeit zum anderen. Beides zutiefst erfüllen. Und womöglich ist es das, wohin du dich immer gesehnt hast und du hattest es immer dabei. Wie gut, das zu wissen. Wie gut, es in dir zu entdecken, zu spüren. Dich deiner Liebe hin. Gib dich der Schönheit deines Herzens hin. Du bist dein Herz. Du bist Ausdruck bedingungsloser Liebe. Wenn du magst, dann bleib damit jetzt einfach einen Moment in Stille und im Frieden deines Herzens sitzen, um dem nachzuspüren, sodass es sich weiten und ausbreiten kann. Gib dem Raum, lad die Liebe ein, sich niederzulassen, in allen Aspekten deines Daseins.